Also wir sind auf Facebook. Du verschwindest nur immer zwischendurch, aber. Ja, das ist meine geheime Fähigkeit, um sich vor der Arbeit zu drücken, abends nach 9 Genau. Uhr. Nein, es kann ja so viel schieflaufen. Ey Leute, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Da habt ihr ja schon Chaos-Einstieg gesehen und ich freue mich aber heute Abend, dass Anke Rechtenwald bei mir ist. Hallo Anke. Hallo. Anke, stell dich mal kurz vor. Erzähl uns, was du machst, weil du willst uns neugierig machen auf unseren morgigen Pferd zum Pferd Campus, um wo es um Balancepads geht. Genau, also ich bin vom Grundberuf Pferdewirtschaftsmeisterin und bin aber seit 1992 der Teddington-Methode verfallen, eigentlich schon früher, aber 1992 habe ich dann wirklich angefangen mit Seminaren und das wirklich zu lernen und nicht nur aus dem Buch zu machen. Und bin halt seit vielen Jahren auch mit Linda Teddington-Jones befreundet. Und durch die Teddington-Methode kam ich eben auch zur Feldenkrais-Methode kennengelernt, wie ich in einer Übungsstunde zu erstaunlichen Verbesserungen in einer Bewegung geführt hat, die ich mir nie in meinem Leben hatte vorstellen können. Und dann trifft man natürlich, wenn man mit Linda viel herumfährt, trifft man immer wieder interessante Leute und Linda bringt immer wieder interessante Sachen mit. Und in der Teddington-Methode arbeiten wir ja viel mit verschiedenen Untergründen, auch bei den Pferden im Verladetraining oder einfach in der Grundausbildung, damit die Pferde auf alles so vorbereitet sind, was das Leben ihnen bringen könnte. Das lernen die bei uns alles, bevor wir uns draufsetzen. Und eine meiner Kolleginnen aus Amerika, Wendy Murdoch, die ebenfalls Teddington- und Feldenkraislehrerin ist, die kam dann irgendwann auf die Idee, dass man Pferde auf diese Stabilisierungspads stellen könnte. Ne? Also die heißen ja in der Physiotherapie heißen die Stabilisierungspads, werden benutzt, um halt bestimmte Muskeln und Stabilität wieder zu trainieren. Und aus der Feldenkrais-Sicht und aus der Tellington-Sicht kommt man einfach schon mal auf ein bisschen andere Ideen als das, was halt so in der Physiotherapie grundlegend gemacht wird. Und Linda brachte dann diese Idee aus Amerika mit zu mir nach Rheinland-Pfalz und hat mir das mal gezeigt, hat, ne, und so, mir so ein paar kurze Anleitungen halt gegeben, aber hauptsächlich mich dazu gebracht, einfach zu sagen, guck halt mal hin, was du siehst, was da geschieht. Und das Erste, was ich halt sah, war einfach, dass da richtig viel Bewegung in den Schultern stattfand, zwischen Schulterblättern und Brustkorb. Ein Bereich, wo wir halt schlecht die Hände hinlegen können und schlecht rankommen. Und da war ich halt schon sehr interessiert. Und dann fing ich halt einfach an zu experimentieren und habe ganz, ganz viel Pferde beobachtet. Und der Unterschied, den ich eben in meiner Anweisung oder meiner Anleitung habe, in meiner Art habe, ist halt, dass ich mit dem Nervensystem arbeite und dass ich die sozusagen die innere Weisheit, die Körperweisheit des Pferdes führen lasse. Das heißt, ich werde nur zum Assistent des Pferdes und nicht zum Trainer. Ich lege die Pads so, wie das Pferd sie haben möchte. Woher dieses Wissen kommt, keine Ahnung. Ich habe nur gemerkt, dass Pferde in dieser Zeit, in der ich beobachtet habe, sehr viel bewusster sind in dem, was sie da tun und diesem System, das von innen heraus führt, sehr viel leichter folgen als wir Menschen. Und dadurch entstehen halt unglaubliche Effekte, auch in der Beziehung zwischen Mensch und Tier erstaunlicherweise, weil man einfach mal selber still wird und zuhört und zuschaut, kann man Unglaubliches lernen, mehr über sein Pferd erkennen. Und es ist halt absolut sicher, man kann nicht schaden, wenn man so arbeitet. Wir sehen im Hintergrund den Hinterhuf eines Pferdes, was auf solch einem Balancepad steht. Das sind im Grunde genommen sehr stabile, ich sag mal, Schaumgummi trifft es nicht so ganz. Es ist wahrscheinlich ein anderes Material, aber die wir auch aus dem Menschenbereich kennen, aus der Physiotherapie, du hast es gerade angesprochen, das macht relativ viel. Es ist ganz lustig, wenn man sich selber auch mal da drauf stellt. Und man spürt dann tatsächlich, wie man auch selber so ein bisschen balanciert und macht und tut. Ist es eigentlich für alle Pferde etwas, was eine Option ist, oder gibt es Kontraindikationen, wo man, also Indikationen, wo man sagt, nee, besser nicht? Also grundsätzlich auf die Art, wie ich es anwende, wie gesagt, man kann nicht schaden, da ich die Pferde zu nichts überrede. Ich überrede sie nicht, da drauf zu stehen, weder mit positiver noch negativer Verstärkung, sondern ich frage sie. Und das System, also diese innere Körperweisheit, die wir darüber ansprechen, würde nie etwas tun, was ihr schadet. Also die tut nur, was ihr gut tut. Und wenn die Pads dann für dieses Pferd an diesem Bein oder an diesem Beinpaar nicht gut sind, dann stellt es sich nicht drauf und ich überrede es auch nicht dazu.
Und deswegen ist es tatsächlich so, dass man es allen Pferden anbieten kann, wenn man es so, also wenn man diesen Respekt und diese Achtsamkeit halt walten lässt, kann man es allen Pferden anbieten. Und sie werden sich halt da, wo es ihnen schadet oder wenn es ihnen schadet, werden sie es halt nicht annehmen. Und von dem her mache ich das tatsächlich von Fohlen, die halt Fehlstellungen haben zum Teil, um Fehlstellungen zu korrigieren oder die sehr schlecht in Balance sind, wenn sie beim Hufschmied stehen sollen. Fangen wir damit schon mit Fohlen an und dann geht es halt wirklich durch die Bank bis hinauf zu den Senioren, die halt dann irgendwelche Steifheiten haben, die sie durchs Reiten oder durchs Handling oder irgendwie bekommen haben. Kann man denen auch wieder Gutes tun oder wenn die Krankheiten kriegen, kann man ihnen wieder Entlastung bringen. Also ich tue es tatsächlich mit allen Pferden, aber ich akzeptiere jedes Nein. Also bei Arthrosepferden muss man halt immer wirklich gucken, ne? Pferde sind immer bereit, alles Mögliche für uns einzusetzen. Und da muss man sehr achtsam sein. Eine kleine Einschränkung, wo man sehr gut aufpassen muss, ist eben bei Pferden, die diese Narkolepsie oder Pseudonarkolepsie haben. Da muss man halt beobachten, ne? Weil die ja nicht mehr diese Selbstkorrekturen dann manchmal so gut annehmen, dass die dann nicht wirklich ins Fallen kommen. Da muss man unterscheiden können, ob das Pferd im Prozess ist oder ob es am Einschlafen ist, sage ich jetzt mal, ne? Was bewirkt es denn Gutes beim Pferd, wenn sie auf diesen Balancepads stehen? Es löst eigentlich auf allen Ebenen sozusagen unnötige Anspannung von Muskulatur, also führt im Prinzip in Richtung Losgelassenheit. Die Pferde lernen besser, ihr Gewicht auf ihren Füßen zu verteilen, stehen dadurch besser halt beim Schmied. Es kann, was immer wieder faszinierend ist, was ich morgen auch so ein bisschen nochmal zeigen werde, ganz oft ist es halt gerade so, wie diese Stute jetzt auf diesem Pad steht, mit einem Hinterfuß auf dem Pad hinten, fangen die an, ihr Genick zu lösen. Also es passiert natürlich auf körperlicher Ebene unglaublich viel. Wenn man es so anwendet, wie ich es tue, passiert auch im Körperwahrnehmen und der Körperwahrnehmung etwas. Ne, wenn man das jetzt, viele trainieren das ja, dass sie sagen, 5 Minuten so und 10 Minuten so und dann halt steigernd. Da ändert sich in der Körperwahrnehmung halt nicht so viel, weil dieses System, mit dem wir arbeiten, nicht angesprochen wird. Aber wenn man so arbeitet, dann ändert sich eben auch das Körpergefühl. Das macht ihre Leistungsfähigkeit höher und das Gute ist halt, wenn man mit dieser Körperweisheit arbeitet, die reguliert halt dort, wo es nötig ist. Also viele Reiter glauben ja, wenn das Pferd nicht hinten untertritt, sie müssten die Hinterhand verstärkt aktivieren. Aber manchmal liegt das Problem halt woanders. Das kann in einer Fehlstellung der Vorderhufe liegen, das kann in einer Festigkeit im Brustkorb liegen, das kann an Kiefergelenk liegen. Und wenn ich auf diese Art arbeite, dann reguliert es sich immer dort, wo es nötig ist. Und ich muss gar nicht wissen, wo eigentlich der Hase im Pfeffer liegt, wo also die Ursache ist. Das passiert dann von selbst. Und was es nebenbei halt noch macht, ist, dass es Parasympathikus aktiviert. Das heißt, es bringt die Pferde auch in die Gelassenheit, es bringt sie in Ruhe. Man kann damit sehr gut Stresssituationen wieder zurückdrehen. Also es hat eine unglaublich breite Wirkung. Es hat tatsächlich auch bei vielen Pferden schon Hufstellungen verändert, Belastungen auf den Hufen verändert. Der Hufschmied muss dann natürlich auch so ein bisschen sehen, wo er dann arbeitet. Also es wurden Pferde halt schon über einen Wochenendkurs danach konnten die anders hingestellt werden, weil sie ihre Hufe halt anders belastet haben und dann gerader standen. Es kann wirklich in alle Ecken reinwirken. Gut, dann sind wir gespannt, was wir morgen noch alles erfahren werden, was das bewirken kann, wie es bewirken kann und vor allen Dingen, wie man es anwenden kann. Und ja, also ich werde euch gleich hier in die Kommentare nochmal den Link reinsetzen, damit ihr ein Ticket kaufen könnt. Und dann freue ich mich, wenn wir uns morgen sehen. Und ansonsten, Anke, wir sehen uns auch morgen Abend. Bis dahin. Alles klar. Danke, Tschüss. bis dann. Bis Tschüss. morgen. Tschüss.